Lebst du immer noch? Ja, freilich und wir, ich habe schon wieder eine Woche überstanden. Ja, ja. Und dann noch den 31. Geburtstag vom Ballack Michi gefeiert. Zumindest habe ich auf ihn angestoßen. Irgendeinen Grund braucht man ja zum Trinken, freilich. Ja, ja, der Ballack. In London echt eine sichere Bank. Du, und der dicke Meatloaf hat ja auch Geburtstag gehabt, gell? Auch noch? Ja, ja, mei, apropos, ich habe gelesen, dass Experten sagen, dass im Jahr 2040 jeder zweite Deutsche dick sein wird. Ja, wenn das so weitergeht, dann wird im Jahr 2050 Essen Hauptstadt sein. Du, aber ich habe auch was gelesen. Was und denn? Zwar, dass Deutsch in der EU nach Englisch zur Fremdsprache Nummer 2 aufgestiegen ist. Ja, und für die meisten deutschen Schüler ist Deutsch sogar Fremdsprache Nummer 1. Besonders für dich. Ja, du, da fällt mir gerade zufällig der Stoiber ein, gell? Ich weiß auch nicht warum. Der Countdown läuft ja für ihn als Ministerpräsident, gell? Ja, und uns hinterlässt den umstrittenen Transrapid. Ja, der Magnetzug, der verschlingt ja Milliarden, gell? Obwohl ihn keiner mag. Das kenne ich bisher nur vom Finanzamt. Ja, aber wenn jetzt der Transrapid da ist, gell, und der Stoiber nimmer da ist, wer stottert dann die Milliarde ab? Du, weil wir gerade vom Politiker reden, gell, der Clooney, Schorschi. Ah, der Schauspieler. Ja, Freik, der wollte ja auch Politiker werden, gell. Okay. Aber jetzt will er doch nicht in Politik. Naja, er hat sich halt entschlossen, sein Geld weiter mit ehrlicher Arbeit zum Verdienen. Richtig. Und jetzt mal ganz ehrlich. Verstehe. Spachteln. Und Neischaufeln. Sober. Gamer.